ist ein Trainerkurs, Grundkurs, und die Trainer werden also wie jetzt mit Junioren am Start, sind unterschiedlich lang unterwegs. Und uns ist es wichtig, dass wir ihnen wie mitgeben können, dass wir den Umgang der Schiedsrichter auch irgendwo thematisieren, dass sie sich bewusst werden, dass die Schiedsrichter halt ein wesentlicher Bestandteil sind von unserem Spiel. Und wir möchten eigentlich mit ihnen wie hinterfragen vom Verhalten auch auslösen, dass sie sich denken, ja, mit meinen Emotionen, je nachdem, wie ich mich verhalte, der Bande, was habe ich für eine Wirkung auf den Schiedsrichter, bringt das überhaupt irgendetwas? Und wie wirkt sich auch mein Verhalten aus auf mein eigenes Team? Das soll so in diesem Rahmen thematisiert werden und können austauscht werden. Ich finde, Schiedsrichter und Coaches und das Team, aber der Coach ist ja Stellvertreter vom Team primär, sollten zusammenarbeiten am Dienst vom Spielschluss am Ende. Und darum bei den Trainern, die da neu ins Business einsteigen, sozusagen, wenn man da ganz unten schon, eigentlich auch schon ein bisschen Salz streuen kann, ist das eine gute Idee, eine super Sache. Da war es wie folgt aufgebaut gewesen, dass wir angefangen haben, auf zwei Kleinfelder zu spielen. Und dort haben die Teilnehmer geschiedsrichtert. Und der aktive Schiedsrichter hat zugeschaut und sich Situationen gemerkt. Und dann haben wir umgestellt auf das Grossfeld. Dann hat der aktive Schiedsrichter auch seinen Platz eingenommen und hat gepfiffen. Zusammen aber immer noch mit einem anderen Teilnehmer. Und so hat es ein paar Situationen gegeben, die wir am Schluss, nach dem Turnierende, miteinander besprechen können. Das war lustig. Also es sind natürlich 6 von diesen 50 rausgekoren worden, sozusagen. Gewisse haben mehr Freude gehabt, andere weniger. Aber es war lustig zu beobachten. Es hat 2-3 lustige Szenen gehabt, die haben wir dann auch besprochen im Nachhinein. Und ich glaube, sie haben grundsätzlich auch Spass gehabt. Oder einfach mal für sie ist so eine wertvolle Erfahrung gewesen, die zu machen. Und darum war es ein guter Abend, es war lustig. Also das Wichtigste, was sie mitnehmen sollen, ist Freude haben am Sport und das in dem Sinn halt auch nicht vergessen, wenn mal eine Entscheidung gegen sie fällt. Ich glaube, es ist jedem bewusst, dass es halt mal Fehlentscheidungen gibt. Und wenn man dann einfach mit rauchenden Ohren und einem roten Kopf für die Dilli oben hängt, bringt es gar niemandem etwas. Wichtig ist, dass sie auch dort ihre Rolle als Coach wahrnehmen und im Sinn vom Team und im Sinn vom Sport handeln. Und ich glaube, mit dem kleinen Input von uns als Schiedsrichter können sie auf diesem Weg können sie auch etwas damit anfangen. Und ich glaube, es ist gut, wenn man das so weiterführt hier, wenn man das Pilotprojekt halt auch weiterführt, dass es nicht nur ein Pilotprojekt ist.